Also herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Winzer Talk. Zu Gast ist der Armin Tement vom Weingut Tement. Herzlich willkommen und vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit. Hallo, servus, grüß dich. Schön, dass ich da bin oder dabei sein darf und freut mich, dass wir unseren Betrieb vorspielen dürfen, ein bisschen plaudern und ja, einfach Bilanz austauschen. Also bei mir war es so, ich bin tatsächlich sehr, sehr früh schon zum Weingut Tement gekommen, weil wir eben damals im Restaurant waren. Da gab es einen Sauvignon Blanc, der hat mir wirklich richtig, richtig gut geschmeckt. Und deswegen habe ich mich dann mal durch das Sortiment ein bisschen eingekauft. Und jetzt habe ich gedacht, wäre es doch wirklich super, mit euch die erste Folge zu starten. Oder zu starten zu dürfen eben. Ja, super. Na, das freut uns sehr, sehr. Perfekt. Also wir haben eben jetzt drei Weine und anfangen. Und wir dann mit dem weißen Burgunder eben, Sulz. Was gibt es zu der Lage zu sagen, beziehungsweise vielleicht könntest du ein paar Sachen zu den Wein anmerken? Sehr gerne. Ja, wie gesagt, unser Weingut liegt in der Südsteiermark, direkt an der Grenze zu Slowenien. Wir sind ein sehr, sehr kühles Weinbaugebiet. Wir haben Einflüsse vom mediterranen Klima, also das hört sich vielleicht gar nicht kühl und feucht an, aber die Adria ist circa 1,5 Stunden, 2 Stunden weg. Und wir kriegen da immer sehr viel feuchtes Wetter hinauf. Auf der anderen Seite kriegen wir vom Osten her aus Pannonien das schön warme Klima und dann von Nordwesten das alpine Klima. Das heißt, sind eigentlich ein sehr, sehr ein Weinbaugebiet, das alles auf Hanglagen Wein produziert. Trotzdem haben wir sehr viel Niederschlag und kalte Temperaturen. Ja. Da kommen wir jetzt gleich zum Sulz, Weißburgunder. Mhm. Sulz ist die wärmste Lage, die wir haben. Das liegt 5 Kilometer westlich vom Weingut und sind zwei Südkessel. Und das macht das Ganze irrsinnig spannend für die Burgunder-Rebsorten, weil auf der einen Seite braucht der Burgunder die Wärme, die Reife, dass die Frucht wirklich perfekt ausreifen kann. Auf der anderen Seite braucht sie den Gegensatz der Kälte auch. Und in dem Fall ist es der Boden. Wir haben da sehr, sehr kräftige, sandige, lehmige Kalkmergelböden und das sind quasi so der kühle Gegenpart. Und der Weißburgunder, den wir jetzt im Glas haben, ist quasi der Burgunder, der eine Spur mehr Frucht hat, eine Spur mehr, ich sage jetzt gerne mal so in die Birnenschalenrichtung geht, Brioche, Saftigkeit hat. Und, aber der auch seine Zeit braucht. Okay. Der Wein wird in 700 Liter Fässern ausgebaut, wird spontan vergoren, bleibt ein Jahr auf der Vollhefe und wird dann abgezogen, der zweite Winter dann auf der Feinhefe im Stalltank. So entwickelt er sich schon, da hast du eine tolle Frucht, aber auf der anderen Seite auch eine Tiefe, eine Mineralik und eine straffe Struktur. Und, ja. Er ist aber auch trotzdem ein bisschen cremig. Ja, natürlich. Also er ist sehr, sehr fruchtig, du hast einen mineralischen Aspekt, aber er ist auch sehr, sehr cremig hinten raus eben. Ja, klar. Das ist auch das Schöne bei der Lage. Also du hast immer was sehr Reifes, Saftiges. Und das Saftige ist gleich auch das was es ein bisschen cremig macht. Ja. Ja. Und ist der Wein, sage ich mal, von der Balance her, er hat schon Anspruch. Ja. Aber trotzdem ein sehr schöner Essensbegleiter. Ist gut zu verstehen. Hat aber auch Potenzial für 10 Jahre, würde ich mal sagen. Ja. Also Lagerpotenzial bis zu 10 Jahre. Ja. Circa. Ja. Ich bin überhaupt immer Fan, dass man vielleicht von einem Wein so 3 Flaschen kauft und einen am Anfang trinkt, einen ein paar Jahre liegen lässt und einen 10 Jahre, dass man einfach keinen Unterschied sieht. Baut ihr Weißburgunder nur auf der österreichischen Seite an oder auch auf der slowenischen Seite? Nein, das bauen wir nur auf der österreichischen offiziell. Es gibt ein paar Stöcke in Slowenien, aber das gibt es nicht als Wein. In Slowenien haben wir sich entschieden, dass wir 100% eigentlich auf Sauvignon Blanc setzen, weil es eben ideal passt. In Österreich haben wir einen klassischen Sortenspiegel für die Steiermark. Hauptsorte Sauvignon,
danach Muscatella, Welschriesling, Weißburgunder, Morvelan und Traminer. Ja, okay. Also der Wein, der ist auf jeden Fall perfekt zum Essen, aber solo, durch die Cremigkeit eben, also wirklich. Ja, wir bieten auch immer, also viele haben ja die Steiermark eher so als frisch-fruchtiges, leichte Weine und so weiter. Ist ja nicht schlecht, ist ja nicht falsch. Aber was vielleicht das Tolle an unserem Weinbaugebiet ist, dass unsere Weine sehr, sehr bekömmlich sind, es gute Frische haben, es schöne Leichtigkeit haben, aber trotzdem. Ja. Und da haben wir jetzt zum Beispiel von dem Sulz Weißburgunder bieten wir auch Jahrgang 13 an, welcher jetzt natürlich ideal zum Trinken wäre. Ja. Ja, okay. Dann gehen wir als nächstes nach Slowenien eben. Ja. Mit dem Fossilienberg, mit dem Sauvignon Blanc. Ihr habt ja schon gesagt, in Slowenien macht sie eigentlich nur Sauvignon Blanc. Richtig. Wie entscheidet sich jetzt das Klima oder die Lagen in Slowenien hauptsächlich von denen in Österreich? Beziehungsweise was macht es besonders? Ja, warte, ich zeige euch was schnell. Ja, sehr gerne. Da seht ihr jetzt quasi den Zierek, unseren besten Weinberg. Da sitze ich gerade, da ist das Weingut, da ist der Südhang, der Zierek. Und da geht die Staatsgrenze durch. Und das ist der slowenische Teil quasi. Das ist ein Südhang, der in der Mitte quasi getrennt wird. Und die slowenische Seite hat quasi die gleiche Qualität. Okay. Für uns war das logisch, dass wenn wir die Möglichkeit bekommen, dass wir dort auch die besten Weinberge, die besten Parzellen kultivieren möchten. Slowenien ist 2004 zur EU gekommen. Und erst dann war es uns möglich, als Nachbar und Bauer quasi slowenische Flächen zu kaufen. Wir haben das wieder in den Ursprung ausgepflanzt und haben 2009 die erste Ernte vom Wein von Sydney Breck Sauvignon Blanc geerntet. Es war für uns ein Traum. In Österreich, wie ich schon erwähnt habe, haben wir 3, 4, 5 verschiedene Sorten. Und in Slowenien haben wir gesagt, wir möchten mit einer Sorte das Terroir perfekt bespielen. Und der erste Wein, der damals auf den Markt gekommen ist, den du jetzt auch im Glas hast, ist der Fossilny Breck Sauvignon Blanc. Das heißt Fossilienberg auf Deutsch, weil der ganze Berg, wo unsere wichtigsten Lagen sind, das ist Zierek, Ziringa, Krasnitzberg, Südosthang, Village, Südwesthang, ein Berg, der vom Urmeer abstammt. Sprich, das waren vor 17 Millionen Jahren, haben sich da Korallen angesiedelt und Fossilien, Muscheln, die haben natürlich sind versteinert worden und da stehen heute die Reben oben. Ja. Okay. Ich kann euch das auch zeigen. Zum Beispiel, wenn man im Weingarten arbeitet, findet man zum Beispiel solche großen 17 Millionen Jahre alte Seesterne, das ist auch zugleich das Symbol, was auf der Flasche ist. Oder man findet so schöne Schellmuscheln. Und wann habt ihr die ausgegraben? Das haben wir beim Arbeiten, findet man immer wieder solche Sachen. Ja, ja, klar. Und das begeistert uns natürlich, weil die Wurzeln, die gehen durch diese Kalkstein-Korallenriff-Felsen durch. Ja. Und der Wein, für uns muss auch der Wein das haben. Also der braucht diese Frische am Kalk, kriegst immer Zitrusaromatik, sehr viel Würze, Salzigkeit. Idealer Wein jetzt, ich sag zu Fischgerichten, Meeresfrüchten, aber auch Spargelpartien, also alles, was eigentlich wahnsinnig intensiv im Geschmack ist, passt sehr, sehr gut dazu. Ja, wie schaut es da mit dem Lagerpotenzial aus? Ziringa, der Wein, wir sagen immer, das ist der kleine Bruder vom Zierek, unserem Flaggschiff. Ja. Die Reben sind jetzt 15 Jahre alt
Und der Wein ist ideal zu trinken, ich würde mal sagen, in den ersten 3 bis 10 Jahren. Ja. Ja. Ja, weil der hat wirklich eine sehr, sehr schöne Spritzigkeit, eben mineralig. Er ist sehr, sehr, sehr viel Aromen von Zitrus eben. Deswegen halt auch, glaube ich, als Essensbegleiter wirklich geeignet. Ja. Und wirklich auch jung zu trinken. Aber sehr, sehr schön. Ja. Wie seid ihr auf, eigentlich drauf gekommen? Beziehungsweise eure Hauptanbausorte ist ja Sauvignon Blanc. Ja. Wieso? Na, mein Großvater hat ja das Weingut gegründet in den 50er Jahren. Er war davor oder quasi damals auf hauptberuflich Verwalter von 2 Weingütern und hat quasi den Traum gehabt, ausschließlich Qualitätsweine zu produzieren unter dem Familiennamen Themen. Und mit meiner Großmutter, die auch da vom Zierek abstammt, haben sie dann am Grasnitzberg die ersten Reben gepflanzt. Er hat auch selbst eine Rebschule gehabt, hat alles selber gemacht und so ganz, ganz klein angefangen. Und unter anderem war er auch bei den ersten Weingartenstücken schon Sauvignon Blanc dabei. Und aber auch Muscatella, Morillon, Blaufränkisch damals. Und er hat dann meinen Vater nach Klosterneuburg in die Schule geschickt. Und er ist dann sehr, sehr früh verstorben und mein Vater hat quasi ins kalte Wasser hupfen müssen mit 16 Jahren damals und hat eigentlich mit dem arbeiten müssen, was da war. Ja. Und der Sauvignon war in der Zeit eigentlich eine verpönte Sorte, war überhaupt nicht beliebt, weil erstens er wahnsinnig viel Arbeit gemacht hat. Du hast wenig Ertrag gehabt. Er war sehr intensiv im Geschmack. Und damals haben die Leute zu ihm Muskat-Silvaner gesagt. Ja. Und das hat eigentlich mein Vater alles begeistert. Erstens, dass du dich beschäftigen musst mit der Sorte. Ja. Dann der Geschmack hat ihm einfach fasziniert. Und er hat nichts anderes gehabt. Und dadurch ist es quasi so seine Leitsorte von Anfang an geworden. Und er war sicherlich damals der Erste, der auf das gesetzt hat. In der Steiermark oder in Österreich und erst 30 Jahre später ist es zur Hauptsorte in der Südsteiermark geworden, was bei uns eigentlich schon über 30 Jahre die Leitsorte war. Ja. Ich glaube, Sauvignon Blanc war teilweise früher wirklich lange unterschätzte Rebsorte, beziehungsweise nicht so beliebte Rebsorte. Mittlerweile kennt es ja jeder und ist auch eine von mit Abstand die meistverkauften Rebsorten. Ihr habt auf eurer Internetseite eben so ein schönes Zitat, Familie sind die Summe ihrer persönlichen und individuellen Erfahrungen. Wie würdest du das jetzt persönlich für dich interpretieren, beziehungsweise auf eure Familie gesehen? Ja, ich würde mal sagen, die Individualität ist einfach das Entscheidende. Sauvignon Blanc kannst du zum Beispiel, wenn man das jetzt hernehmen möchte, und das kann man eigentlich über jeden Weinstil oder jeder Weinsorte auch übertragen. Du kannst, wenn du industriell herstellst, kannst du den Wein fast auf der ganzen Welt gleich machen. Das heißt, du verwendest die gleichen Produkte, du liest in grün und so weiter. Das war ja schlussendlich auch das Erfolgsrezept von der Sorte. Aber was uns angeht, das Entscheidende ist, wir versuchen das, wie auch unsere Familie, jeder seine Eigenständigkeit hat und versucht zu bewahren, versuchen wir trotzdem auch, dass jede Lage, jede unterschiedliche Herkunft, jeder Wein quasi seine Eigenheiten und Eigenständigkeit bekommt. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Es ist zwar ein schwierigerer Weg, weil die Leute müssen es auch erlernen, aber langfristig gesehen, glaube ich, schon ein nachvollziehbarer Weg und ich glaube, das zeichnet es einfach aus. Ja, auf jeden Fall. Jetzt momentan bei euch ist es ja so, dass du und dein Bruder eben die Geschäftsführer sind, aktuell. Bei dir, wie war es da, beziehungsweise welche einschneidenden Erlebnisse oder Sachen hattest du bis jetzt im Weingut? Ja, also ich bin seit 2005 zu Hause, immer noch der Schule und noch meine Lehrpraktiken bin ich jetzt 2005 heimgekommen, mein Bruder 2010.
Und meine Eltern sind zum Glück auch noch sehr jung. Das heißt, wir arbeiten eigentlich die gesamte Familie im Weingut mit. Es hat jeder seine Aufgaben, jeder seine Verantwortungsbereiche. Trotzdem die ganz großen Brocken und großen Entscheidungen, die werden auf dem Tisch zusammen besprochen und dann auch durchgekaut und durchdiskutiert. Das ist wiederum auch das, dass manche Entscheidungen, wie soll man sagen, länger dauern. Und manchmal muss man auch Unstimmigkeiten akzeptieren oder vielleicht einmal nachgeben oder vielleicht einmal länger darüber nachdenken. Und trotzdem sind wir ganz, ganz froh, dass wir so eine Power hinter der Familie haben, wo einfach jeder einen anderen auch unterstützen oder auch einmal ersetzen kann, wenn es darauf ankommt. Und diese Schlagkraft, die ist natürlich schon gewaltig und da sind wir schon stolz, dass wir alle zusammenarbeiten. Ja, okay. War es für dich jetzt schon von Anfang an eigentlich klar, dass du ins Weingut gehst, beziehungsweise mal mitarbeiten wirst oder übernehmen wirst? Ja, klar, also natürlich, wenn man jung ist, also, wirst du mal, was weiß ich, von Tischler, Jäger, Förster, Fußballer, Tennisspieler, je nach Begeisterung, natürlich hat man seine Pläne. Aber ich habe dann recht bald gemerkt, wie toll das eigentlich ist, der Beruf. Mein Vater hat mich immer mit rausgenommen in Weinberg oder mal im Keller oder ich bin mitgefahren auf eine Weinpräsentation. Mhm. Und das hat mir von Anfang an schon taugt und vor allem auch dann, wenn es das erste Mal dann an Wein kostest, man kostet, hat man immer schon, also auch wenn man ganz klein war, also wirklich mal sagst, okay, probierst du mal und es schmeckt dir nicht. Ja. Aber irgendwann einmal hat es dann zack gemacht und ich weiß es noch, ich glaube, ich war so 12 und davor hat jeder Wein gleich geschmeckt, wie jedes Bier gleich geschmeckt hat. Ja. Ja. Und das hat ja eigentlich nicht begeistert und dann kostet eines Tages diesen Wein und ich denke mir, ja, bist du narrisch, das ist ja wie ein Johannisbeer, also wie die Johannisbeer, die Frucht oder Stachelbeer, also ich hab was Greifbares auf einmal geschmeckt, gell? Also was ich gekannt habe. Und das war so wie mir Zirik 93. Und dann denke ich mir, ja, bumm, also das taugt mir. Und dann, wie ich 14 war, haben wir uns dann entschieden mit zwei Freunden, dass wir zusammen nach Krems in die Weinbauschule gehen. Und dann war sowieso, wenn es mit den Freien da alle das Gleiche interessiert, dann entwickelt sich das automatisch. Ja. Auf jeden Fall. Was schätzt du, wärst du vom Beruf geworden, wenn es nicht der Winzer gewesen wäre? Puh, das könnte ich jetzt... Spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Also wenn ich jetzt das sagen würde, ich tue wahnsinnig gern essen und so weiter. Also so Kochen hätte mir sicherlich auch getaugt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Was ich, glaube ich, gar nicht gut könnte, ist... ich sage jetzt also büromäßig, nur irgendwie im Büro, so eine Buchhaltung oder so irgendwas, das ist gar nicht meins. Also ich brauche schon immer ein bisschen was mit der Natur draußen, mit was Wachsenden zu tun hast und mit schönen Produkten und eher was Genussvolles, glaube ich, war schon meins. Ja. Okay. Ja, du hast ja vorher auf jeden Fall gesagt, der Sauvignon Blanc von 93, glaube ich, der Zirk, war so der Knackpunkt bei dir. Würdest du auch sagen, dass es bis jetzt eigentlich noch dein Lieblingswein von euch ist oder gibt es da mittlerweile andere? Na, bestimmt. Also 93 ist so außergewöhnlich für uns und vor allem für mich, dass es sicherlich zu den Top 5 dazu zählt. Ja. Also wahrscheinlich Top 3 sogar. Ja. Was waren allgemein jetzt eure besten Jahrgänge die letzten Jahre? Also wenn man so die letzten besten aufzählt, ist es 90, 93, 97, dann 2007, 11, 15 und 17, was bis jetzt gefüllt worden ist. Ja? Okay. Ja. Gut.
dann würde ich sagen, fangen wir mit dem letzten Wein an. Eben, das war der Grasensberg Sauvignon Blanc. Was mir gerade auffällt, ihr habt Glasverschlüsse. Wieso? Richtig. Beziehungsweise, wieso habt ihr euch für die Variante entschieden? Ja, wir haben natürlich früher alles mit Kork gefüllt und haben immer sehr, sehr viele Probleme gehabt. Wir haben zwar versucht, wirklich auch die besten Qualitäten zu bekommen, wir haben viel getestet und so weiter, aber vor allem dann, wir haben unseren Kunden gesagt, lasst unsere Weine liegen ein paar Jahre, sie wären besser. Und dann war die Entwicklung aber so, dass die Weine sich sehr unterschiedlich entwickelt haben. Gell? Ja. In einem Karton hast du zwei Weine gehabt nach 5 Jahren, die waren top, zwei waren in Ordnung und zwei waren, hast gesagt, ja, der ist ein bisschen müde und so weiter, hast aber keinen richtigen Fehler feststellen können. Schlussendlich waren das einfach alles Korkprobleme. Und wir haben gesagt, das wollen wir eigentlich unseren Kunden nicht zumuten, dass wir eigentlich nicht garantieren können, dass das 100% in Ordnung ist. Ja. Ja. Und zuerst hat es ja nie Alternativen gegeben, die für uns in Frage kommen wären. Aber ab 2003 hat sich dann der Glasverschluss entwickelt. Mhm. Wir haben es probiert und wir waren von Anfang an begeistert. Also das ist optisch eine sehr gute Variante. Es ist technisch eine sehr gute Variante und wie gesagt, wir haben es jetzt sagen wir, gute 15 Jahre in Verwendung und sind auch mit der Entwicklung der Weine sehr, sehr zufrieden. Ja. Okay, weil mich wundert es eigentlich eh immer, bei den Glasverschluss, den sieht man jetzt relativ wenig eigentlich. Entweder ist es bei Weißwein eben der klassische Schraubverschluss oder Korken, aber ich finde es wirklich eine elegante Variante, vor allem den zu verschließen. Ja, ich bin da auch sehr, sehr zufrieden damit. Ja, es ist gegenüber dem Schraubverschluss eine sehr kostenintensive Variante. Schraubverschluss ist, wir haben auch einen Wein oder zwei Weine, der Zieringer und auch einen Welschriesling, der mit Schrauber ist. Das ist technisch einwandfrei, optisch, ja, im mittleren Bereich und trotzdem ist die Sicherheit beim Glasverschluss wesentlich besser. Und, ja, das passt. Natürlich, Wein ist Emotion und jeder tut gerne einen Korken aufmachen. Ich liebe es auch. Aber jetzt erst am Wochenende haben wir in der Familie ein paar Flaschen aufgemacht und das war natürlich bitter. Wir haben da 12 Weine aufgemacht, haben zwei, leider Gottes, wirklich zwei tolle Weine an Korkbeeinflussung gehabt. Ja. Und das tut natürlich weh. Ja, und wir als Produzent, wir können das vielleicht erahnen und vermuten, wenn man da sagt, okay, eigentlich kann der Wein gar nichts dafür, es ist der Verschluss schuld. Aber wenn das jetzt passiert in einem Restaurant und du kostest das, denkst du, eigentlich ist der Wein nicht gut. Und das ist eigentlich das Schlechte. Ne? Du hast dann eine negative Einstellung. Das stimmt. Aber ich finde es ja echt eine sehr, sehr gute Zwischenlösung eben, weil klar, du hast schon gesagt, Wein verbindet man mit dem typischen Plop vom Korken, aber es ist nicht so eine industrielle Lösung, einfach wie Schraubverschluss. Also gute Zwischenlösung und wenn sich der Geschmack besser hält, dann auf jeden Fall gut. Genau, dann kommen wir zum Sauvignon Blanc vom Grasensberg. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, also da muss ich echt sagen, Grasensberg, natürlich ist Zierig unser Flaggschiff, und emotional auch der wertvollste Weinberg, auch der eleganteste Wein und beste Wein. Und Grasnitzberg ist ja benachbart, ist nur 50 Meter Luftlinie entfernt, der Südosthang. Und für mich so wahrscheinlich mein Lieblingswein, wenn man so über alle Stimmungsphasen hinwegschaut. Ja. Grasnitzberg zeichnet sich aus. Erstens ist es der älteste Weingarten, den der Großvater gepflanzt hat. Mhm. Es ist eine wahnsinnig kühle Lage, nach Südosten schauend. Und dadurch Morgensonne, es taut gleich auf in der Früh. Ja. Vor allem wir wirtschaften ja alles biologisch, da ist das an die Ostlagen sowieso bevorzugt. Mhm. Und dann hat es diesen Kalkboden auch und es reift sehr, sehr spät und kühl aus. Und du kriegst diese wahnsinnige Spannung, also zwischen Finesse, Frucht, trotzdem irgendwo Jugendlichkeit drinnen, hat ein super Haltbarpotenzial. Also ich würde mal sagen,
der Wein ist in den ersten Jahren ideal, aber 20 Jahre ja. ohne weiteres. Aber auf jeden Fall bis jetzt eine von denen, wo die höchste Lagerpotenzial haben von den Reihen. Absolut. Ja. Aber letzten Endes ist das das Potenzial, das der Wein hat. Trotzdem, ein großer Wein muss immer gut sein, muss immer pfeifen und deswegen ist es für mich auch so, dass wir dem Wein weder was wegnehmen noch was dazugeben. Wir versuchen seine Eigenheiten, die im Laufe der Jahre in seiner Entwicklung entstanden sind, zu akzeptieren und dadurch die höchstmögliche Vielschichtigkeit und Komplexität hineinzukriegen. Ja? Und deswegen gibt es auch natürlich diese ganz, ganz für uns wichtigen Jahrgangstypizitäten. Ja? Wenn du jetzt vergleichst, 18 im Glas ja. hat diese einladende, fast ein bisschen, wie soll man sagen, saftige Komponente, ja. sehr, sehr charmante Art und Weise und mit einer tiefen Frucht, was sehr beliebt ist. Wenn du jetzt 17 hernahmst, hat irrsinnig viel Präzision, fast der Athletik drinnen, ja. die Säure ist ein bisschen fokussierter und pointierter, der Wein ist in Summe noch geradliniger. Und, oder 16, dieses ganz kühle, engmaschige, 15, das etwas komplexere, strukturiertere. Wir versuchen natürlich auf der einen Seite die Lage, auf der anderen Seite den Jahrgang und natürlich dann auch uns in das Ganze mit eine zu bekommen. Und so macht das Ganze für uns auch wahnsinnig viel Spaß. Ja. Ja, weil vor allem jetzt der 18er, der ist wirklich für einen Sauvignon Blanc sehr, sehr elegant. Ja. Ist sehr weich eigentlich. Das von den drei Weinen bis jetzt ist auch fast der komplexeste. Ja, der hätte ich auch gesagt. Ja. Ja, sehr schön salzig. Also war bis jetzt eigentlich von den drei wirklich mein Favorit. Was sagst du zu dem aktuellen Jahrgang? Wie wird der? Was schätzt du? Also wir füllen jetzt im Frühjahr die Gebietsweine 20. Mhm. Das ist dann quasi unser Signaturwein, der Bestseller, der Sauvignon Kalk und Kreide, Muscatella, Sand und Schiefer, Weißburgunder, Ton und Mergel. Das ist dann so die Klassiker, sage ich jetzt einmal, im Weingut. Jahrgang 20 war unheimlich gut. Ja. Also der Herbst war Wahnsinn, die Ernte auf dem Punkt. Es war reif, es war trotzdem viel Frische. Sehr, sehr vielversprechend. Zeigt auch in der Jugend schon wahnsinnig viele und schöne Facetten. Dann kommen die Ortsweine 19 auf den Markt im Mai. 19er Jahrgang, der genau zwischen 17 und 18 liegt. Der hat ein bisschen mehr Athletik wie 18, aber nicht ganz so puristisch wie 17. Also der liegt irgendwo dazwischen, glaube ich, dass es sehr, sehr spannend wird. Ja, und sonst die Lagenweine 18, die kommen heuer, also die besten Weine kommen heuer aus Jahrgang 18 auf den Markt. Da sind halt die Charmeure ein bisschen runder, ja. ein bisschen einfangender. Ja, das ist vor allem auch gerade das Spannende, weil wirklich jeder Jahrgang, auch wenn es die gleiche Rebsorte, die gleiche Lage ist, teilweise komplett anders schmeckt. Ja. Dann habe ich bei euch noch gesehen, ihr habt diese Winzerei, glaube ich, heißt sie. Ja. Das sind quasi so alte Winzerhütten, die halt aufgefrischt wurden, beziehungsweise renoviert für Gäste. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Muss dir vorstellen, früher mal war die Südsteiermark nicht erschlossen. Und man hat auf jedem Top-Weinberg oder auf dem, wo die Weingärten waren, hat man Winzereien errichtet, wo quasi die Winzer gewohnt haben. Die Winzer waren damals nicht die Besitzer, sondern die wirklich gearbeitet haben im Weinberg und die Weine auch gemacht haben. Ja? Und die haben quasi auf diesen Plätzen gewohnt, haben das Land bewirtschaftet, wo auf das halbe Haus meistens Kuh- oder Tierstall, das ist die andere Hälfte haben sie gewohnt, war immer ein kleiner Acker dabei und die Weingärten wurden von ihnen gepflegt. Das war quasi, die haben keinen Lohn gekriegt, die haben quasi damals im Land und dort gewohnt. Und im Laufe der Zeit sind diese alten Steinhäuser natürlich verfallen oder nicht hergerichtet gewesen. Und meine Eltern
haben den Betrieb ja von 2 Hektar auf 80 Hektar ausgebaut in den letzten 40 Jahren. Und da sind natürlich einige solcher Häuser dazugekommen. Und die haben sie 2012 die ersten renoviert und quasi so wirklich sehr gefühlvolle, traditionelle in Verbindung mit moderne Chalets errichtet, wo unsere Kunden quasi direkt im Weinberg Urlaub machen können. Mhm. Was wäre denn die beste Jahreszeit, das du empfehlen würdest, dass man zu so einem Chalet fährt oder übernachtet? Du, es sind alle Jahreszeiten wahnsinnig unterschiedlich und schön. Also ich sage jetzt, losgehen tut es in der Regel mit schönem Wetter und Osterzeit. Ja? Wenn der Frühling erwacht, alles blühen beginnt, das saftige Grün zurückkehrt, angenehme Temperaturen sind, ist es sehr, sehr schön. Aber auch der Frühsommer, natürlich, wo das Wetter dann schon konstanter ist. Und vor allem dann der Herbst natürlich. August, September, Oktober ist natürlich am meisten los. Ja. Und wir haben jetzt, da kann man sagen, so 7-8 Monate im Jahr geöffnet. Mhm. Und das Frühstück wird aufs Zimmer serviert. Es ist auch ganz klasse. Und restliche Zeit ist mehr unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es wahrscheinlich auch so mal August, September, Oktober fast eingeplant gehabt. Ihr habt ja die Chalets eben auch auf slowenischer Seite und auf österreichischer Seite. Ja. Wenn du jetzt mal von dir ausgehst, was wäre denn von den ganzen Chalets dein persönliches Lieblingschalet? Das ist eine gute Frage. Es sind alle, jedes ist natürlich individuell, haben ein anderes Thema, eine andere Individualität und eine Spezialisierung. Momentan, schwer zu sagen, wir haben ja 4 Anlagen, also 4 Standorten verteilt. Ich glaube, momentan für mich das Schönste wäre das Betz Presshaus. Das ist ein abgelegenes Haus, ein Einzelstück und schon sehr, sehr schön, ja. Sehr, sehr ruhig. Ja. Was mir aufgefallen ist, ist ja auch bei euren ganzen Chalets so, dass sie sehr rustikal eingerichtet sind auch. Ja. Was würdest du jetzt allgemein sagen, ist im Steiermark, in dem Gebiet, was macht den Charme einfach von dem Gebiet aus? Ich glaube, dass in der Steiermark, was die Steiermark auszeichnet, ist, dass wir eigentlich mit diese geöffneten Kellertüren aufgewachsen sind. Das heißt, dass wir unseren Kunden eigentlich immer einen Zugang gewährt, die haben uns immer besuchen können, hat es immer eine gute Weinkost gegeben. Dann rund um die Weingüter mit diesem Abhofverkauf haben sie wahnsinnig viele tolle kulinarische Betriebe entwickelt. Also ich sage jetzt davon, absolut fein dein über klassisch rustikales Gastwirtschaft bis hin zur Buschenschank in jeder Kategorie. Super schöne Entwicklung. Es ist ideal für sanfte Wanderungen, Radtouren, oder auch Kultur, jede Menge Programm da. Und das macht die Südsteiermark aus. Also ich würde mal sagen, wir sind so das klassische Gebiet für 3 bis 4 Tage, wo man wirklich auch von klein bis groß unterschiedlichste Attraktivitäten hat. Ja. Für so Wochenendurlaub einfach mal so 3-4 Tage. Genau. Gut. Auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema auch mit den Chalets. Ja. Wie schaut es denn bei euch allgemein, nicht nur vom Wein her, sondern auch allgemein zukünftig aus? Was habt ihr da jetzt für große Pläne in Zukunft? Oder nächste Pläne? Die nächsten Pläne, ja. Es kommen noch weitere Chalets dazu. Mhm. Das ist auf alle Fälle fix. Im Weingut selbst werden wir in einer noch besseres Lagersystem investieren, weil wir einfach sehen, dass die reifen Weine immer mehr an Beliebtheit gewinnen und auch die Nachfrage immer größer wird und wir gar nicht die Möglichkeit haben, so viel wegzulegen momentan. Also da wird was dazukommen. In weinbaulicher Sicht selbst versuchen wir sie immer wieder zu verbessern, noch
einfühlsamer mit den Reben umzugehen, noch vorausschauender, nachhaltiger zu arbeiten. Wir arbeiten ja biologisch bzw. biodynamisch, was auch dann in der Zertifizierung der nächste Schritt sein wird. Also wir überlegen gerade, in welche Richtung es geht, aber das wird sicherlich der nächste Schritt sein. Ja. Sehr schön, auf jeden Fall. Weil mir war es halt auch wichtig, vor allem auch bei eurem Weingut, weil es ist so, jeder Wein hat irgendwie seinen eigenen Charakter und auch eure Familiengeschichte ist wirklich sehr, sehr spannend. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Zeit jetzt. Gerne. Hättest du noch Sachen einfach, die du anmerken möchtest, die du noch sagen möchtest? Naja, auf alle Fälle hat es mich sehr, sehr gefreut, dass ich dabei sein darf. War echt lässig zum Plaudern. Im Gegenzug möchte ich dich speziell, aber auch alle, die zuschauen, einladen zu uns aufs Weingut. Kommt zum Robi, schaut euch das an. Also ich werde sehen, wenn ihr einmal da seid, das wird euch gefallen. Und vor allem, man wird die Weine dann noch besser verstehen, weil dieser Bergweinbau, also alles so steile Hänge, es ist alles wunderschön grün bei uns, saftig, und dann sieht man, wie viel Handarbeit dahinter ist, und ich glaube, dann schmeckt dann das Glas Wein einfach gerne besser. Auf jeden Fall, und mir war es mal wichtig, dass wirklich die Leute mal erfahren, wer hinter den Wein steckt, weil klar, ein Wein ist schnell gekauft, aber wirklich die Geschichte, die einzelnen Details zu dem Wein vom Winzer zu erfahren, ist halt schon nochmal was ganz Besonderes einfach. Und gerade vor allem, wo viele Homeoffice haben, viele zu Hause sind, glaube ich, ist so ein Interview sehr, sehr toll. Und ich freue mich auch wirklich über jeden, der mitmacht. Und danke. Bedanke mich jetzt in dem Sinne nochmal herzlich bei dir. Wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche. Und bis demnächst. Ich schaue auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal bei euch mal am Weingut vorbei. Ja, danke. Und jederzeit wieder, gell? Ja, danke schön.